Hallo zusammen, ich begrüße euch hier wieder zu meinem Film. Und zwar sind wir stehen geblieben bei den Armspiralen. Heute kommt die zweite Vertiefungsstufe, die zweite Vitaminstufe dran. Nach Vitamin A logischerweise kommt Vitamin B. Beim Vitamin B geht es nicht mehr um die Höhe wie bei Vitamin A der Hände, sondern es geht um die Höhe der Ellenbogen. Die Ellenbogen werden im Tai Chi oft auch als die Flügel oder wie die Flügel bezeichnet. Darum haben wir hier Begriffe aus der Fliegerei. Wenn wir schulterhohe Ellenbogen haben, dann ist das Fliegen. Wenn wir sie tiefer nehmen, dann ist das Landen. Und wenn wir mit den Ellenbogen höher wie die Schulter gehen, dann bezeichnen wir das hier im Deutsch als Abfliegen. Wir hatten früher die englischen Begriffe, da war das Landing, Fly, Fly Up. Von daher kommen diese Begriffe jetzt einfach auf Deutsch übersetzt. Die Bezeichnung von Landen, es geht oft, da gab es mal so den Begriff, Landing Wings, also landender Flügel. Das heißt, der Flügel wird nicht eingeklappt und zugemacht, sondern die Flügel bleiben offen. Das ist vielleicht das Typische für das ganze Tai Chi. Wir machen Tai Chi mit offenen Ellenbogen. So viel zur ganzen Theorie. Wir starten wieder mit der Form. Wir beginnen gleich. Ich schaue wieder gegen euch und ihr könnt es so übernehmen. Ich bringe mich in meine Position. Wir starten Tai Chi, Vitamin B, erster Teil. Wir starten wieder, die Ansage ist wieder zuerst, was das Yin und Yang anbelangt. Wir reden immer zuerst Yin und Yang an. Der nächste Schritt ist, dass wir dann die Figur machen und die Ellenbogen ansagen. Hier starten wir mit Schritt rechts. Yin landen, Yang fliegen, Yin landen, Yang rechts fliegen, links abfliegen. Wir kommen immer zuerst mit rechts und dann mit links. Yin landen, das erste, landen, das zweite. Yang landen, fliegen. Yin landen, fliegen. Einmal, zweimal. Yang abfliegen, fliegen. Yin landen. Yang fliegen, das erste fliegen, das zweite. Yin fliegen. Yang fliegen, Yin fliegen rechts, abfliegen links, Yang fliegen, Yin abfliegen rechts, fliegen links und Yang fliegen, Yin fliegen, Yang fliegen, Yin fliegen, Yang abfliegen, fliegen. Yin landen. Yang abfliegen, fliegen. Fliegen landen. Yin fliegen, landen. Yang abfliegen, landen. Yin fliegen, hier beim Ausschwingen. Yang fliegen, landen. Yin fliegen, landen. Yang fliegen, abfliegen. Yin fliegen. Yang fliegen, landen.
Yin fliegen, Yang landen, fliegen. Ich muss ein, zwei Schritte zurück, kriegen den Platz. Yin fliegen, Yang fliegen, landen. Yin fliegen, landen. Yang fliegen, abfliegen. Yin fliegen, Yang fliegen, landen. Yin landen, fliegen, Yang fliegen, eins, landen, fliegen. Yin landen, fliegen, Yang, etwas zurück, fliegen. Yin in dieser Position fliegen und Yang fliegen. Yin fliegen, Yang fliegen. Das wäre schon Teil 1 gewesen. So einfach wäre das. Immer zuerst dran denken, rechter Ellenbogen, linker Ellenbogen. Und gleich hier bei diesen Yin-Yang-Fischen, hier ist er auf Schulterhöhe, hier ist er über Schulterhöhe. Dasselbe beim Schulterstoß, dieser Ellenbogen ist über der Schulter, dieser ist auf Schulterhöhe. Und dann wechselt es. Vielen Dank fürs Zusehen und Mitmachen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Vitamin B, die Höhe der Ellenbogen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.